Hallihallo, ihr lieben und süßen Persönlichkeiten da draußen. Heute zeige ich euch mal, wie man dieses schwarz-goldene Augen-Make-up schminkt. Ich habe mir vorgenommen, nicht so lange drumherum zu reden, deswegen sage ich auch, ich beginne jetzt sofort mit dem Video. Als erstes nehme ich eine Base für mein Augenlid. Dafür verwende ich die P2 Perfect Eye Base, die ich dann ganz einfach mit meinem Finger auf das Augenlid auftrage. Als nächstes nehme ich den Trend It Up Elastic Eyeshadow in der Farbe 010. Diesen trage ich mit einem Applikatorpinsel auf mein vorderes Augenlid auf. Ich liebe diese Farbe zurzeit extrem, schon alleine weil sie so schön glänzt und auch super pigmentiert ist. Ich arbeite mich mit dem Eyeshadow bis zur Mitte auf dem Augenlid vor und dann greife ich zu der The Wok Nudes Palette von Maybelline. Ich verwende dann von der Palette den anthrazitfarbenen Glitzerton. Diesen trage ich dann mit einem schmalen Pinsel auf mein Lid auf. Dabei arbeite ich mich dann von hinten nach vorne und in der Lidfalte ziehe ich dann mit der Farbe eine Linie, die dann in den Goldton mit hineingeht. Ich denke, ihr seht schon, was ich meine. Mit dem Applikator arbeite ich dann den goldenen Ton noch etwas in den Anthrazitton ein, damit das Ganze nicht zu hart wirkt. Über der Lidfalte trage ich dann auch noch etwas von dem Goldton auf, damit das Ganze auch noch etwas schön warm wirkt und weicher und einfach auch nicht so hart. Am unteren Wimpernkranz trage ich dann auch nochmal beide Farben auf. Im Vorderbereich verwende ich den Goldton und im hinteren Bereich dann natürlich den dunklen Ton. Beide verblende ich dann so ein bisschen, damit das Ganze auch noch etwas weicher wirkt. Und schon gehe ich auch über und verwende den Liquid Ink Eyeliner, um mir auf meinem Augenlid einen Lidstrich zu ziehen. Wie man sieht, ist das Ganze bei mir etwas problematisch, denn mit einer Hand mache ich das nicht so oft. Das heißt für mich, fürs nächste Video noch ein bisschen üben, das Ganze mal mit einer Hand aufzutragen. Und ja, ich verwende den Liquid Ink Eyeliner von Essence. Den wasserfesten, weil ich den einfach echt gut finde. Die unsauberen Stellen bessere ich dann noch etwas aus und trage zum Schluss meine Lieblingsmascara auf, nämlich die I Love Extreme Crazy Volume von Essence natürlich. Ja, und fertig ist mein Augen-Make-up. So ihr Süßen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch auch noch mal zwei weitere Videos. Einmal das Galaxy Underlights, in dem zeige ich euch, wie ich meine bunten Underlights selber gefärbt habe. Und hier auf der rechten Seite seht ihr mein Frühlings-Make-up. Das ist aber allerdings vom letzten Jahr, aber ist nicht so schlimm. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und vielleicht auch etwas Feedback hinterlasst. Und ja, das war's von mir für heute. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut und eigentlich wink, wink.